und mit Hundepsychologen und dem Hundeschweiger Bernhard Kainz. Einen schönen Vormittag. Schön, dass Sie da sind. Sie haben Ihr neues Buch mitgebracht, Projekt Rudelführer, Führen ohne Dominanz. Darüber werden wir natürlich noch plaudern in dieser Stunde. Aber jetzt mal gleich die wichtigste Frage zu Beginn. Wenn Sie jetzt einen Hund mit hätten, wie würde ich den richtig begrüßen? Am besten gar nicht, sondern man schaut einmal, was der Hund für Zeichen aussendet. Also man geht jetzt auf den Hund nicht zu und nimmt Kontakt auf oder man hält ihm auch nicht die Hand hin, besonders nicht bei einem ängstlichen Hund, sondern zugehen, mich begrüßen und schauen, was ist das für Typ Hund und was sendet er für Zeichen. Der Hund muss eigentlich die Einladung senden, ob er berührt werden will oder nicht oder begrüßt werden will oder nicht. Okay, und keinen Augenkontakt ist vielleicht auch noch wichtig, damit man nicht herausfordert oder er sich bedrängt fühlt. Gilt jetzt natürlich für Hunde, die man nicht kennt. Beim eigenen Hund darf man es dann wieder ein bisschen anders machen. Beim eigenen Hund kann man es anders machen. Manche Sachen sind aber auch da gleich. Können wir dann näher darauf eingehen. Ich freue mich schon drauf. Wird sicher eine spannende Stunde, wie man mit Hunden nämlich artgerecht umgeht. Ganz ohne Leckerlis und Befehle. Wir plaudern drüber. Schönen Vormittag. Bei mir heute zu Gast Hundepsychologe und der Hundeschweiger Bernhard Kainz hat ein neues Buch geschrieben, sein drittes jetzt, Projekt Rudelführer, Führen ohne Dominanz. Das Buch beschreibt einen ganz anderen Weg der Hundeerziehung. Das Herkömmliche kennt man mit Befehlen und Leckerli. Sie sagen, ich muss mir den Hund anschauen und mit dem Hund kommunizieren. Jetzt haben vielleicht viele Hundebesitzer daheim ein Fragezeichen und sagen, ja, aber okay, ohne Befehle, ohne Leckerli, wie erziehe ich den Hund richtig? Wie geht's? Ja, so wie es im Rudel gemacht wird, im Rudel verwendet ja auch kein Leittier oder kein starkes Tier jetzt ein Leckerli oder irgendwelche Kommandos oder sonst was, sondern wie funktioniert der Rudel? Rudel funktioniert kompetenzbezogen. Das heißt, die jungen Hunde oder die, was lernen sollen, oder die Welpen, orientieren sich noch die Kompetenzen im Rudel. Das bedeutet im Umkehrschluss, wenn ich Kompetenz bin, in gewissen Bereichen fängt der Hund an, sich dort nach mir zu orientieren. Das heißt, so lernt er durch Nachahmung von der Kompetenz. Da brauche ich kein Leckerli und sonst was. Ich unterscheide zwischen Konditionieren, das wäre mit Leckerli und Kommandos, und Kommunizieren. Und ich will mit meinen Hunden eher kommunizieren und nicht konditionieren. Aber wenn ich jetzt zum Beispiel, ich besorge mir einen Hund, ich bekomme einen Hund, sondern ich möchte jetzt, dass der daheim auf seinen Platz geht, dass er mit mir spazieren geht. Wie bringe ich ihm das jetzt nach Ihrer Methode richtig bei? Ja, am besten gar nicht, weil warum soll er jetzt zum Beispiel am Platz gehen? Das muss ja alles einen Sinn machen. Oder wenn ich jetzt in ein Restaurant oder in ein Lokal gehe. Genau, da möchte ich ja, zum Beispiel, er sitzt ruhig. Warum soll er sitzen? Das hinterfrage ich schon. Ich sage, er soll im Lokal ruhig sein, er soll dort nicht unruhig sein, er soll nicht bellen, er soll die Kellner nicht belästigen oder jemand anderen. Aber ob der jetzt unter dem Tisch sitzt, liegt oder steht und schief oder gerade oder verbogen, das kann mir egal sein. Und sobald ich aber sitze oder mache Platz, verhindert ich das natürliche Lernen. Bin ich aber jetzt Kompetenz, geh ins Restaurant, setz mich nieder, mach mir es gemütlich, aus Hundesicht eigentlich, ich lagere da jetzt, dann wird sich der anpassen, noch mehr orientieren, wird sich hinlegen oder hinsetzen, macht es jetzt gemütlich, legt den Weg, sage ich, schau Bursche, da komm ein bisschen auf die Seite, wenn dort die Kennerin geht, und dann liegt er halt irgendwie dort, und das ist ja mir egal, ob er belästigt kann, er stört nicht, er ist nicht unruhig, er bellt nicht, er soll und darf nicht Platz oder Sitz machen, weil da verhindert ich, ein situationsbezogenes Lernen. Er führt das Kommando aus, er lernt aber nicht mehr, hey, im Lokal ist man ruhig, zum Beispiel. Ne? Das ist bei den ganzen Sachen, aber wenn man spazieren geht, man bleibt automatisch laut Hundeschule jetzt bei der Bordsteinkante stehen und sagt, steh, und wenn man weitergeht, sagt man Fuß, egal ob ein Auto kommt oder nicht. So verhindert man, dass der Hund lernt, hey, beim Auto nur bleiben wir stehen. Jetzt, wenn ich mit meinem Hund über eine Straße überquere, dann bleibe ich stehen, wenn ein Auto kommt. Wenn ich schlecht aussehe, werde ich langsamer. Wenn gar kein Auto kommt, gehe ich schnurstracks drüber. Und so fängt der Hund an zum Lernen. Aha, immer beim Auto bleibt er stehen. Also er fängt an, diese Gefahr mit dem Auto zu verbinden. Und dann ist die Chance natürlich sehr groß, dass der Hund eben gerade nicht zusammengeführt wird, weil er es mit dem Auto verbindet. Aber wenn ich jetzt zum Beispiel einen jungen Hund habe, dann kann das ja passieren, dass wir zur Straße kommen, zum Zebrastreifen, und der Hund zieht noch an der Leine. Ist ein junger Hund, viele spannende Gerüche. Wie bringe ich ihm das bei, jetzt ohne ihn zurückzuziehen, was ja auch nicht gescheit ist an also der Leine? Also einen jungen Hund die Führung an der Leine beizubringen, das ist eine Arbeit von Sekunden. Nicht? Der Welpe will von Natur sowieso bei mir sein. Und natürlich ist ein Halsband oder Leine jetzt nicht gewohnt. Jetzt würde ich das irgendwann dann halt auflegen, das Halsband oder die Leine, und dann bleibe ich halt stehen. Der Hund wird ein bisschen links, rechts wollen, dann sieht er, geht nicht, und dann bleibt er bei mir, dann mache ich halt einmal einen kleinen Schrittel,
dann hupft er wieder einen Schritt an mit, will vielleicht jetzt nochmal versuchen zu ziehen, dann bleibe ich wieder stehen, dass ich da so komme, dann nicht zu mir folgt, oder schaut er zu mir auf und bleibt da bei mir und zack, zack, ein paar Schritte dauert das schon, hopselt der Welpe neben mir an der Leine. Und wann es geht und wo der darf, lasse ich nicht freirennen. Der will ja nicht weg. Die Leute glauben immer, der Hund hat nichts anderes im Sinn, wenn ich ablehne, dass er sofort weg will und nie wieder kommt. Sage ich, wo soll er denn hin? Das ist ein Rudel, der will ja bei mir, er akzeptiert mich zum Alten. Also das klingt bei Ihnen alles wirklich sehr einfach. Warum sich die heutige Hundeerziehung in die falsche Richtung entwickelt und was so die gängigsten Fehler sind, wir sprechen gleich nochmal drüber. Mit dem Hundeschweiger Bernhard Kainz heute bei mir zu Gast. Wobei Schweigen ist jetzt eh gar nicht das Richtige mit den Hunden, wobei manchmal vielleicht schon. Wir lernen alle in den Hundeschulen nicht zu viel reden. Kurze Befehle, damit sich der Hund auskennt. Jetzt sagen Sie, na eigentlich kann ich durchaus mit dem Hund reden. Ja, auf jeden Fall. Also Schweigen ist jetzt bezogen auf Kommandos. Das heißt, meine Hunde hören kein Kommando, kein Sitz, kein Bleib, kein Platz und so weiter. Aber reden kann ich schon und er versteht zwar nicht inhaltlich in dem Sinn auf Deutsch, was ich jetzt meine, aber die Hunde fühlen uns. Wenn ich jetzt so einen Hund sage, mei, du bist schon braver, dann freut er sich, weil ich eine positive Energie habe, eine gute Stimmung habe. Wenn ich zu ihm, also er versteht es nicht inhaltlich, aber er fühlt gut. Wenn ich zu ihm sage, genau, wenn ich in einer anderen Energie sage, oh, du bist brav, braver Hund, dann freut er sich nicht, weil meine Energie jetzt nicht so positiv ist. Das heißt, der Hund misst uns an unserer Emotion, an unserer Energie. Wir sind für ihn nicht schön gekleidet, Rolex oder sonst was. Wir sind für ihn ein energetischer, emotionaler Haufen. Und das wird er in erster Linie messen. Und darum ist Sprechen jetzt nicht so schlecht, wenn ich mit dem Hund spazieren gehe, sage, so wie geht's, dann flog ich hinher, dann ist das eine gute Stimmung. Er nimmt die gute Stimmung auf und wir sind ein gutes Team. Und er ist entspannt? Er ist entspannt, genau. Wenn ich jetzt zum Beispiel was möchte von meinem Hund, weil ich aus irgendeinem Grund jetzt gerade möchte, dass er zu mir herkommt oder dass er sich so und so verhält, dass er jetzt vielleicht gerade bei mir bleibt, weil ich in irgendeiner Situation bin, wo ein Radlfahrer oder so eine Situation vorbeikommt, ich möchte, dass er bei mir bleibt, erkläre ich ihm das dann auch in einer möglichst ruhigen Stimmlage und sage, du komm, bleib bei mir? Oder ja. Wie sagen Sie das dann Ihren Hunden? Ja, es ist so in erster Linie, wie gesagt, wie ich im vorigen Einstieg gesagt habe, man muss einmal Kompetenz für den Hund sein. Ja. Das heißt, wenn die Kompetenz in irgendeine Form eines Signals sendet, wenn ich den Hund anspreche, einmal klatsche oder sage oder Hallo oder Flocki oder Rucki oder was auch immer, dann wird er sofort schauen, hey, was will die Kompetenz? Und dann rede ich mit ihm normal oder lebe ihm es vor, beim Radfahrer jetzt, dann gehe ich auf die Seite oder so wie bei meinem Hund, wenn zum Beispiel ein Hund an der Leine kommt, habe ich ihn ganz am Anfang gesagt, da gehe ich auf die Seite, weil meine Hunde rennen viel frei. Jetzt gehen sie, machen folgender Kompetenz, gehen auch auf die Seite. Der Hund an der Leine geht vorbei, ich gehe wieder weiter, Hunde laufen wieder weiter. Kommt der Hund jetzt im Freilauf ohne Leine, mache ich gar nichts, gehe gemütlich weiter, schnurstracks und sie laufen hin oder nicht und schauen sie ihn an und schnuppern ihm ab. Das heißt, durch Vorleben und Nachahmung lernt er das. Und natürlich, wenn was nicht so ist und ich muss ihm was mitteilen, ein Signal sein. Er wird sofort reagieren, wenn er dich ernst nimmt. Wie schaut das Signal zum Beispiel aus? Ja, ich kann ihm anreden mit Druck, er könnte einmal klatschen oder Hallo. Es soll auf jeden Fall emotional neutral sein, es soll kein negatives Signal sein, es soll nicht laut, pfui aus, nein, also sowas gibt es überhaupt nicht. Es soll, Erziehung hört sich immer dort auf, wo negative Einwirkungen anfangen, sei es psychisch oder physisch. Also das gibt es gar nicht. Okay, wenn er nicht folgt oder wenn er jetzt nicht auf die Seiten geht, nicht reagiert, dann muss ich meine Kompetenz hinterfragen. Nimmt er mich nicht ernst? Warum ignoriert er mein Signal etc.? Also eigentlich aber gute Vorbildwirkung. Vorbildwirkung, Hunde lernen auch in der Natur 70-80% durch Nachahmung. So ein junger Hütehund, der schaut sich alles vom Alten ab und schon ist er ein perfekter Hütehund. Der geht ja auch jetzt nicht irgendwo in einer Konditionierungsschule oder sonst wohin. Ne? So lernt man in der Natur und durch Versuch und Irrtum. Das wird der Hund am besten verstehen. Und macht er Fehler, wird Bewegung und Raum eingegrenzt. Ne? Das heißt, oft genügt eine leichte Berührung. Jetzt nicht stupsen, sondern leicht berühren. Hey, da bin ich oder lass das oder ich mag schon für dich oder gibt dir Sicherheit. Oder den Hund auf die andere Seite nehmen, nicht, wenn er irgendwo ein Problem hat. Ich bin dazwischen im Raum, das gibt ihm schon Sicherheit. Beim Kind weiß man es. Man sagt, wenn das Kind Angst hat, sagt man, geh um da, gib Ruhe, passiert da nichts. Das Kind fühlt sich gleich sicherer, wenn es auf der anderen Seite ist. Beim Hund ist man immer so kompliziert denkend. Ganz normal, da hat er Angst, da zieht er da hat er die Route im Bauch, sagt, da geh um, passiert ja nichts und bin schon ich bei der Gefahr näher. Und der Hund entspannt sich schon und die Route geht schon wieder vom Bauch ein bisschen runter. Gute Vorbildwirkung wirkt also auch beim Hund Wunder. Wir plaudern noch weiter in dieser Stunde mit Bernhard Kainz. Ein interessantes Gespräch ist das. Bernhard Kainz, der Hundepsychologe und Hundeschweiger, heute bei mir zu Gast. Und beim Publikumsservice laufen die Telefone heiß. Die Frage schlechthin, Herr Kainz, wie schaffe ich es, dass mein Hund nicht mehr bellt?
Ja, da muss man jetzt schauen, warum bellt er. Da geht es wieder auf den Kompetenz zugezogen. Jetzt da ist zum Beispiel ein klassischer Fehler, wir lassen das Futter umstehen oder der Hund muss das Futter erarbeiten. Jetzt könnte es sein, dass er mehr Grund hat, die Wohnung oder das Haus zu verteidigen. Ne? Man muss das in Ressourcen sehen. Wenn wir jetzt zum Beispiel, wenn mir einer 500.000 Euro hinlegt in die Küche am Tisch, passe ich auch besser auf. Ich schaue beim Fenster, wer geht vorbei, wer kommt, da muss ich es wo verstecken, brauche ich einen Tresor. Und so ist es halt für einen Hund, der hat zum Beispiel das Futter in der Küche umstehen oder wird zu geregelten Zeiten gefüttert oder er muss in der Hundeschule das Futter arbeiten, das erhöht massiv seinen Status, seine Kompetenz, punkto Nahrungsverwaltung. Jetzt hat er mehr Grund zum Beispiel, den Hasen zu jagen, das Rehwart, er muss das Futter arbeiten, wir haben ihm schon gesagt. Eine Maus ist ein Futter, ein Hase ist ein Futter, ein Reh ist ein Futter, wir machen Leckerli-Suchspielchen in der Wiese, sagen fein, 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 wenn er das Futter findet und stört es aber dann, wenn auch den hupfenden Leckerli den Hasen fangen will. Also so widerspricht sich das System. Und wenn er jetzt bellt, wenn wir aufs Bellen eingehen, dann kann es halt oft eine territoriale Zuständigkeit sein und die ist eben durch Futter, wird das erhöht. Okay. Es könnte aber sein, wenn in der Wohnung bei der soziale Zuständigkeit, dass er der Erste beim Begrüßen sein will. Und da wäre es wieder dann, weil wir vielleicht die soziale Kompetenz des Hundes zu viel erhöht haben, dass er der Erste sein muss, die Glocke läutet, der bellt gleich, er ist aufgeregt, jetzt muss er begrüßen, die Leute kommen alle zu ihm. Also es ist immer so irgendwo eine Form der Kompetenzzuständigkeit, die unbewusst oder oft gut gemeint oder mit viel Liebe wir den Hund eigentlich geben. Aber wie zeige ich ihm das zum Beispiel? Beruhig dich, du brauchst gar nicht der Erste sein. Das kein kann Stress, er, das ich kann, das. Das kann ich ihm nicht zeigen, wenn ich der Wurstel bin. Also wenn ich jetzt von meiner Kompetenz so nieder bin, dass ich mit dem Futter gar nichts mitzureden habe, weil ich es immer er arbeiten muss, weil er sitzt vor der Futterschüssel, bis ich ihm sage. Also er folgt dann der Konditionierung, aber nicht mir. Das heißt, ihr entwertet mich vollkommen. Oder wenn ich zum Beispiel den Hund beim Tisch nichts gebe, ich bin ja ein Versager. Ich friss die Beute beim Tisch und es fällt für den Hund nichts ab. Und dann soll der Hund sich mir anschließen. Er sagt, dir Versager kann er mich nicht anschließen, bei dir fällt ja nie was ab. Aber du frisst beim Tisch und nichts für mich. Aber das heißt, der Tipp wäre, wenn ich jetzt sage, ich höre Ihnen zu, ich möchte das jetzt ändern, aufhören, den Hund Essen suchen zu lassen. Wenn es ein nahrungskompetenzgesteuertes Problem ist, also das ist nicht der Tipp für alles, sondern wenn sich zum Beispiel der Hund territorial beim Gartenzaun bellt, kann er nicht im Garten Leckerli-Suchspielchen machen, weil ich den Garten aufwerte und er noch mehr Grund zum Bellen hat und zum Garten zu beschützen. Man müsste sich das Problem genau anschauen, woher ruht es, was hat der Hund für Motivation und dann dort wo umstellen, wo es ihm herruht. Dort ansetzen. Ja. Spannendes Thema. Und warum eben gerade die Hundeerziehung, die wir jetzt so oft hören und sehen, falsch ist und für Probleme sorgt, besprechen wir gleich. Schönen Dienstag. Und ich habe gerade was gelernt. Also wenn das Bellen ein soziales Problem ist, dann kann man zum Beispiel auch dem Hund mal ein paar Wochen zeigen, ihn eher ein bisschen links liegen lassen. Immer wenn er herkommt, nicht gleich auf alles reagieren, damit er sieht, ich bin der Chef. Und das sagt Bernhard Kainz. Er ist Hundepsychologe, der Hundeschweiger, beschäftigt sich seit über 30 Jahren mit Hunden. Und sie waren früher ja auch ganz auf dem, ich sage jetzt mal unter Anführungszeichen, konventionellen Hundeerziehungsweg mit Leckerlis, Befehlen. Sagen jetzt aber, das ist komplett falsch und nicht nur falsch, sondern das ist teilweise auch der Grund, warum Hunde aggressiv werden können. Was rennt da falsch? Ja, also ich fange das halt zum Trennen an. Für mich ist das eine Hundesport oder Diensthunde, da ist Konditionierung oder auch im Jagdgebrauch ist Konditionierung gefragt oder bei der Trickschule. Aber in der Problembehandlung oder für einen alltagstauglichen Hund, da ist das komplett falsch. Nicht? Ich habe das alles durch und jahrelang in der Hundeschule alle Kurse geleitet, aber ich habe das zum Hinterfragen angefangen. Da hat es ja zum Beispiel Kastenmann, der beim Hund nicht vorbeigehen kann, schaut, lenke ihm ab, zeige ihm ein Leckerli und dann geht er vorbei. Jetzt habe ich mich gefragt, so ein Leckerli mit 0,002 Cent Wertigkeit hat mehr Führungskompetenz als wir jetzt als Mensch. Also mit dem Besitz allein geht er nicht vorbei beim Feindhund, aber mit einem Leckerli, was nichts wert ist, schon. Das System habe ich hinterfragt und habe gesagt, wie rennt das in der Natur? Natürlich, dann kristallisiert sich das. Und eigentlich, je mehr sich der Hund das Futter erarbeitet, so im herkömmlichen Trainingssystem, umso mehr erarbeitet sich ja er das Futter und das erhöht seinen Stellenwert. Und das tut dann im Futterbereich, im Jagdverhalten, im Schutzsicherheitsverhalten oder eben, wie wir gesagt haben, beim Gartenzaunbellen, erhöht seine Kompetenz und dann kommt es zu Problemen durch seinen höheren Stellenwert. Und auch im Sozialen kann das passieren. Man hebt den sozialen Status des Hundes ganz hoch. Er glaubt an Soziales regeln zu müssen und ist vielleicht damit überfordert, weil er im Rudel ja kein sozialer Typ war. Er wäre vielleicht im Rudel der Jagdleiter, der die Beute auffindet. Aber bei uns muss er Besucher begrüßen oder abchecken oder hat vielleicht ein Negativerlebnis im Tierheim gehabt, also vor dem Tierheim mit Menschen. Er überfordert mit Menschen. Jetzt ist er für einen Besucher zuständig, dann zwickt er. Weil er einen hohen sozialen Status hat, weil er unser Prinz ist. Und mit den sozialen Runterholen meine ich natürlich nicht den Hund komplett ignorieren,
sondern man könnte ihm 23,5 Stunden am Tag streicheln, aber man müsste ihm eine gewisse Zeit sagen, nicht er verwaltet das. Also nicht immer reagieren, wenn er kommt, gleich darauf eingehen. Kurz einmal abblitzen lassen und Zeitversetzung, ja, bist du immer Schnucki. Und wenn der Hund das verstanden hat, dann kann ich ihn immer, wenn er kommt, abknullen. Also ich tue meinen Hund immer, wenn es kommt, abknullen und abbusseln und ich kann gar nicht widerstehen. Aber man muss einmal, und im Rudel wird das gemacht, die Regeln aufstellen. Im Rudel passiert es halt im 5., 6. Monat in der Rudelrangordnungsphase. Das versäumen wir Menschen, weil wir es halt so gern haben. Und da muss ich gleich ergänzen, vielleicht noch sagen, Bettschlafen und so Sachen sind überhaupt kein Problem. Man hört nie die Kompetenz des Hundes, ob der im Bett schläft oder auf der Couch sterbt. Das ist völlig egal. Also der kann an und für sich ein Leittier, legt sich nie auf eine Anhöhe. Da liegt eher der Melder der Kundschaft. Also das ist überhaupt kein Problem. Wer einen Hund gerne im Bett hat, soll ihn im Bett haben. Und wer nicht, der soll ihn halt nicht im Bett haben. Also man darf ihn durchaus auch verhätscheln. Na absolut. Das sind ja unsere Familienmitglieder, ja, und unsere Scheißerl und unsere Zwutschkern, denen soll es doch gut gehen. Und darum, ich will nicht umkommandieren mit meinem Hund. Das ist mein Kumpel. Wir sind gleichberechtigt und in vielen Bereichen sind meine Hunde weit, weit, weit über mir. Aber die letzte Entscheidung, ob wir den jetzt zwicken, beißen oder ob wir die Katze vertreiben oder den Hasen töten, die will ich treffen. Und das muss eben den Hund auch klar machen. Und dafür muss ich die Kompetenz sein. Aber das heißt, wir haben, wenn ich das jetzt richtig verstanden habe, aus Ihrer Sicht auch einen Fehler im Denken. Weil wir glauben natürlich, wenn ich den Finger hochhalte und sage, sitz und der Hund sitzt. Und wenn ich sage, Platz und der Hund macht Platz. Ist man Chef und das bin ist man nicht. Bin ich der Chef? Nein, war Erfolg der Konditionierung. Das heißt, Konditionierung ist ein Reizreaktionsmuster, das ist ein Kommando. Ich sage, sitz, ich schmeiß quasi nur den Reiz, sitz und der Hund führt den Reiz aus, aber folgt nicht mir. Wenn der Hund gut konditioniert, das kann ein vierjähriges Kind auch sitzen, sitzt er auch und das vierjährige Kind ist kein Chef. Wir denken komplett nicht mehr natürlich. Nur ein kleines Beispiel aus meiner Kindheit. Wenn ich meinen Hund das Futter weggenommen hätte, mein Haus und Hof und meinen Luxi, dann hätte ich schon eine Tochter gehabt von meinem Vater und hätte gesagt, lass den Hund fressen, wenn er frisst. Heute lernt man, er muss sich jederzeit das Futter wegnehmen lassen. Das hätte ich gar nicht dürfen früher. Oder wenn ich ein Leckerli ausgepackt hätte und hätte zu meinem Luxi gesagt, na sitz, sitz, hätte ich die nächste Tochter gehabt von meinem Vater und hätte gesagt, tu ihm nicht frotzeln, gib ihm es oder gib ihm es nicht. Also dieses natürliche Bauchgefühl, normale Denken ist schon völlig verloren gegangen. Wir glauben, wir sind Chef, wenn wir den Hund da frotzeln. Das ist richtig. Wir haben gerade gesprochen, ich habe einen Spruch gesehen, man braucht die Kinder nicht erziehen, weil sie machen einem alles nach. Das kann man fast auf Hunde dann auch so umlegen. Ja, ich sage 70-80%, da können wir jetzt über die Quote streiten, aber lernt der Hund durch Nachahmung von den Kompetenzen im Rudel. Er wird jetzt nicht den Wurstl oder irgendeinen Beckner und Schwimmer nachahmen, sondern er nimmt die Kompetenz und je nach Grundanlage und Wesensmerkmale dementsprechend orientiert er sich nach der dementsprechenden Kompetenz. Ein etwas ängstlicherer Hund wird sich nach dem Melder orientieren. Weil der Melder meldet, da wird der ängstlich auch schon, was ist da? Also schon hat er ein Idol, ein Vorbild. Und der gute Nasenhund wird sich noch einen Jagdleiter orientieren, weil der hat auch eine gute Nase, der findet immer Futter, da muss ich mit. Also so tut sich das kristallisieren. Es gibt nicht einen dominanten Chef, der das ganze Rudel dominiert, sondern wirklich kompetenzbezogen und alles immer im Fair Play. Es wird kein Blut in einen normalen Rudel fließen, es ist immer Respekt und Vertrauen. Ein bisschen mehr Bauchgefühl in der Hundeerziehung. Ja. Schön. Und heute auch zu Gast Bernhard Kainz, Hundepsychologe, der Hundeschweiger. Irrsinnig spannendes Thema, die Zeit verfliegt. Ein bisschen mehr Bauchgefühl, haben Sie gesagt, bei der Hundeerziehung wäre nicht schlecht. Ein bisschen mehr zum natürlichen Weg. Aber es ist natürlich schwierig, übers Radio hier auch Tipps zu geben, weil jeder Hund ist anders. Kann ich Sie jetzt, wenn ich zugehört habe und sage, ha, der sollte sich meinen Hund anschauen, kann ich mich bei Ihnen melden und Sie kommen dann? Ja, da bin ich buchbar. Na, großartig. Natürlich. Ja, es ist aus der Ferne ist immer schwer. Also wenn mir einer anruft, sagt, mein Hund bellt, kannst du treffend nie einen seriösen Rat geben. Du musst schauen, warum bellt er hinher und dann brauchst du nur das kleine ändern. Weil vieles andere passt eh. Warum soll man umprobieren, ist ja ein Lebewesen. Im Schnitt, wie oft müssen Sie dann zu dem Hund? Wie viele Sitzungen mit so einem Hund brauchen Sie? Bis eine Sitzung. Also mir genügt eine Sitzung, die dauert 2, 3 bis 4 Stunden. Ja. Da schaue ich mir alles gescheit an. Dann sehe ich, woran es happert, wo es scheitert. Und dann sage ich ihm einen Plan, Verhaltensregeln, den Besitz etc. Mache ich es gleich weg und zumindest gebe einen Weg für die Lösung vor. Und wenn er das gut umsetzen kann und gleich alles gut gelingt, also irgendwas wird sofort besser. Und wenn nicht alles weg ist, komme ich natürlich gerne ein zweites Mal. Aber es könnte schon mit einer Sitzung und oft gelingt es ja schon mit einer Sitzung. Oder Sie lesen im Buch Projekt Rudelführer führen ohne Dominanz, sind auch einige Tipps drinnen. Jetzt kommen wir noch zum Essen. Sie sind Veganer, unterwegs Vegetarier, gell? Genau, aber daheim vegan, okay. Unterwegs vegetarisch. Aber jetzt könnte man glauben, okay, Sie arbeiten so viel mit Tieren, Sie beschäftigen sich auch mit Wölfen und dem Verhalten von Wölfen. Das kommt deshalb automatisch. Kommt es wirklich daher? Es hat angefangen eigentlich über den Boxsport, dass ich eher mehr das Gewicht halten habe wollen, also mal Schweinefleisch und so weiter weggelassen habe.
dann nur mehr weißes Fleisch, dann hat man irgendwann ein schlechtes Händel erwischt, dann schmeckt man gar nicht, habe ich ganz mit Fleisch aufgehört, also echt in die Gesundheit jetzt, und dann hat es immer mehr gewechselt in Richtung Tierschutz. Und heute bin ich halt so, dass wegen mir halt jetzt kein Tier mehr sterben brauche. Ich brauche es nicht, mir fehlt nichts. Es gibt heutzutage so viele Ersatzartikel. Wie ich angefangen habe, war es noch schwierig, vor 38 Jahren habe ich noch Essiggurke gegessen und irgendwo mich gefreut, wenn es einmal über ein Gemüseleibchen gegeben hat, aber heute ist das jetzt für mich gar kein Problem nicht. Sehr gut. Ich bin aber auch kein Radikal. Also wenn einer Fleisch ist, ist er Fleisch, und wenn nicht, will ich nicht essen. Also da kann jeder für sich entscheiden. Das ist eine individuelle Freiheit. Ja. Sie haben uns ein Rezept für eine Pizza mitgebracht. Die finden Sie natürlich auf unserer Homepage noe.orf.at. Pizza haben Sie besonders gern? Ja, ich könnte eigentlich wahrscheinlich leben von Pizza und von Cremeschnitten. Ist sicher nicht das Gesündeste. Aber gut. Aber ich sage gern Salat. Ja, gut. Aber ich muss auch überall gern oft einen Salat dazu haben. Sehr gut. Kann man sich ja zur Pizza machen, dann ist schon wieder gesünder. Herr Kainz, vielen, vielen Dank für Ihren Besuch. Ganz eine spannende Stunde war das mit Ihnen. Danke für die Einladung, ich war sehr gern da.